Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Darkness and Flame. So, wir haben den Schlüssel bekommen. Retten wir mal die Leute aus dem Rathaus, ne? Ja. Okay, das hat funktioniert. Wo sind sie denn? Hallo? Müsstet ihr nicht. Oh, hi. Moin. Öffnen Sie. Ja, abgeschlossen. Okay, guten Tag. What's out there, Roger? What happened? The destruction was bad, but it could have been more catastrophic. Everyone seems intact. Who is that with you? It was you who released us? My name is Alice. Yes, it was me who helped you. But I'm afraid it was I too who caused the earthquakes. It all started when the three of us, my friends and I, saw what looked like a safe spot, and we landed on a field. And then we noticed it was full of stone statues. After that, I was transported to some other reality. Wait, are you saying that you just walked out of that glade? Sounds like a wild fantasy of a girl. And where are your companions? They turned to stone. And that terrible woman that lured me in is to blame, right? The Gorgon? You saw her? One way or another, you should also have been turned to stone. I don't know the reason. Perhaps because I have certain powers. Oh yes, the powers to tell fairy tales. So where do you think the spirit of Gorgon is now? I just saw how she emerged from the mirrored surface and rushed away, turning into mist. Then we have a serious problem. Is there any way to help my petrified friends, Ray and Farador? They're the last thing that concerns us now. I appreciate your opening the door, guys, but assuming you're not lying, the spirit of Gorgon is freed from her imprisonment. We must immediately alert everyone about the impending danger. Roger, what do I do now? I don't know how to help you. Although, let's go see our scientist. If he doesn't have any advice, then no one does. But to see him, we'll have to cross to the opposite side of the gorge. Albert prefers to live in solitude. Warum? Oh, finden Sie den Wissenschaftler? Ja, erstaunlich, dass der bis jetzt noch keine Lösung gefunden hat. Warum kommt mir Roger, wenn ich mir den anschaue, so ein bisschen so vor wie, keine Ahnung, ich habe da Vibes von Pinocchio? Okay, warte mal, das eine haben wir gefunden, aber wo ist denn nur Dur? Okay, so, na denn, also hier, das kommt erstmal weg. Ah, hier, da haben wir schon einen von den Zweien hier vom Mumm. Sehr gut, was haben wir hier? Was ist das? Ah, das braucht sicherlich irgendeine Art von, ja, genau. Eine Kombination. Oh, und hier brauchen wir die Linsen, ausgezeichnet. Und hier haben wir Aloe Vera. So viele Pflanzen. Ich wusste nicht, dass Aloe so groß wäre. Oh ja, der Aloe Vera kann ziemlich groß werden. Und ziemlich hakelig, wenn man da an den Kanten entlang rutscht. Oh, warte mal, hier, guck mal, Bronzeschlüssel. Und hier braucht es einen Spezialschlüssel. Natürlich, Schlüssel, 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 Schlüssel. Okay, gehen wir You can erstmal. see a Oh. suspension bridge control cabin up ahead. It was equipped by Albert, and if needed, we can move the bridge itself with the help of those big balloons. Okay. Ja, ist gut. Nee, warte mal, ich gehe erstmal zurück in seine Hütte und dann hier ran. Genau. Bronze. So, was haben wir denn hier drin? Okay, noch eins dieser Objektive. Und das ist ja der zweite Hebel. Hey, den hat man die anvertraut oder sowas. Okay, wir können noch einen weiteren Schlüssel herstellen, ne? Ich brauche Eschenholz. Für Orbert. Wir übergehen also zu Orbert. Okay. So, erstmal da rein und hier ran und weiter so, daran und. Was denn da? Oh, ein Hahn. Klar, ein Ventilhahn. Das ist einer von diesen berühmten Ventilhahnen. Hähnchen. Hähnchenkeul. Drehen Sie die Ventile so, dass sich der Pfeil auf dem Ziffernblatt im ausgewählten Bereich befindet. Beachten Sie, dass mehrere Manometer Ihre Anzeige gleichzeitig ändern. Okay. Der hier beeinflusst den da, den dritten, okay. Der hier beeinflusst den vierten. Okay, so. Den wieder zurück. Und wen beeinflusst du? Du beeinflusst gar keinen. Oh doch. Hahaha.
So. Oh, ziemlich cool. Eingehakt. That's his home. I hope Albert is there. Ja, Albert ist aber auch eingesperrt. Albert? Closed. Hmm. That's strange. He's not on our side. I checked everything out half an hour ago. Let's try to get inside. What if something happened to him? Ja, genau. Vielleicht ist er auch gerade, macht er ein Nickerchen oder ist irgendwie anderweitig beschäftigt. Warte mal, was? Den kann ich hier nicht benutzen. Ich muss sie irgendwie festbinden. Oh, ich kann sie nicht einfach abdingsen. Das ist blöd. Aber da haben wir erstmal einen Piepmatz. Sehr gut. Und hier haben wir ein Beweg dich nicht. Okay. Und hier können wir Wasser holen ohne den Hebel. Ist es nicht zufällig dieser hier? Nein, ist er nicht. Okay. Dafür, dass ihr hier lebt, ist hier ganz schön viel This kaputt. Is the plumber's house. They say he was one of those who unintentionally went into the glade of the stone statues. And, well, he didn't come back. Ei, okay. Ich habe schon ein Muster mit diesem Symbol gesehen. Ja, haben wir. Haben wir alles schon. Was haben wir denn da noch? Okay, diese Häuser sind eigentlich kleine Truhen. Ich muss die Halterung irgendwie drehen, um an sie heranzukommen. Mit dem Griff, nicht mit dem Griff. Ah, okay. Ja, ist gut. Sehr gerne. Und hier, wir nehmen den Gürtel erstmal mit, ist das hier eine Eschenholz. Ich muss eins davon abschneiden. Okay. Ich erwarte, dass hier auch noch Birnbaum auftaucht. Ne? Terry Pratchett und so. So, also, fertigen wir doch mal... noch ein tiefer. Fertigen wir doch mal einen Eschenschlüssel an. Okay, verbinden Sie die einzelnen, ja, mit einer durchgehenden Linie. Also, warte mal, das mache ich am besten so, ne? So, hier und da. Und dann darüber und hier rüber. Das ist das Haus vom Nikolaus. So. Oh, der macht das ja genauso, wie ich das... Oh, sehr schön. Ja, cool. Okay, na dann wieder zurück. Aber wir haben doch... Moment, warte mal. Wir haben doch noch ein Haus, das wir öffnen sollen. Klempnerhaus am Rand. Okay. Das habe ich mir bisher nicht klar gemacht. Ich habe zwar Amaranth schon gegessen. Fand ich auch ganz lecker. Vor allen Dingen, wenn es gepoppt in Brot eingebacken wird. Aber ich habe noch keinen Baum gesehen. Keinen Amaranth-Baum. Warte mal, das bringt uns aber... Ach doch, mit dem Gürtel können wir doch den Ast zurückgreifen. Ja, ja, okay, ist klar. Na, gut. Karum. Und Rinder. Why didn't I think of that? Albert is in a trance. He induces himself into this state on purpose. That's how he gets his worthy ideas. And we can bring him out of trance back into his senses? For cases when he goes into too deep of a trance, Albert leaves a special pollen. Let's take a look around. Okay. So, so. Der hat nur irgendwas Komisches geraucht. Das ist das Ding. Na schön. Oh, hallo. Wow. Okay, in den Zähnen des Panthers ist ein Schlüssel versteckt. Ich brauche etwas, um die Schraube zu lösen, die seine Backen zusammenhält. Ich denke nicht, dass ich improvisieren kann, ne? Nein, kann ich nicht. Na gut. Was haben wir dort? Da ist ein Fächer. Okay, ein Fächer für irgendwas. Du kannst alles auf diesem Alchemietisch machen, wenn du das Rezept und die Zutaten hast. Natürlich. Was auch immer. Okay. Ja gut. Noch nicht offenbar. Hier braucht es noch Schlüssel. Natürlich. Es ist alles verschlossen. Warte mal, was stand denn da dran? Ah, da steht gar nichts dran, ne? Na gut. Hier hinten haben wir auch noch was. Ich den Griff brauche und hier... Ach hier, warte mal. Das mag dann dieser hier sein. Ja. Okay.
Was ist das? Den Korb nehme ich gerne mit. Warenkorb. Okay. Das Gift muss vorsichtig in dem Glas gesammelt werden. In welchem Glas? Habe ich noch nicht sehr dabei. Juhu! Der schnarcht. Der schläft einfach nur. Na gut. Ich müsste den Wissenschaftler schnell aufwecken. Das ist nur mit speziellen Polden möglich. Okay. Können wir ihn nicht einfach wegfächern? Warte mal, was haben wir? Einen Warenkorbfächer und... Ich könnte mit dem Korb, kann ich damit jetzt, ich probiere es aus, kann ich damit endlich diese Hagebutten oder was das da waren, aufsammeln? Hier noch, ach, das war das mit dem Wasser, ja. Hier, Korb, das geht immer noch nicht. Ha, okay. Und was ist mit dieser einen Blüte hier? Nee, geht auch nicht. Wir brauchen wohl noch das Rezept, ne? Oh, warte mal, mit den Fächern, kann ich da die Viecher wegfächern? Ja, das hat ganz fantastisch funktioniert. Okay, gut. Na, was dann? Also, eine Axt, Fächer und Korb. Was kann ich tun? Hier? Nee. Nee. Auch nicht. Gab es im Rathaus noch etwas zu tun? Dachte das überhaupt noch? Wir könnten den Stein wegfächern. Das geht. Nein. Quatsch. Okay. Kann ich hier ein Stück abhacken? Das geht auch noch nicht. Das haben wir noch nicht gesehen. Das hier haben wir auch noch nicht am Start. Die haben wir auch noch nicht am Start. Okay. Und wo geht's weiter? Wir haben hierfür noch keinen Hahn. Wir könnten diese Tür einfach einschlagen. Das geht nicht. Wir haben noch keinen passenden Baum gefunden. Wir haben noch kein passendes Drehdings gefunden. Nee. Tja. Okay. Was tun wir? Das geht nicht. Ist dann hier... Was? Habe ich noch irgendwas übersehen? Da hinten? Nee, da komme ich nur an ihn ran. Warte mal, er hat doch hier irgendwas... Er hat keine Schlüssel am Start, ne? In dem Buch auch nicht. Er wird doch die Schlüssel bei sich tragen, ne? Oh, hier, warte mal, da ist ein... Spitzhacke. Die habe ich übersehen. Okay, jetzt weiß ich, wo es weitergehen kann. Hier. So. Yes. Okay, das ist... Das so sieht am Rand aus... Echt? Ich hatte keine Ahnung. Okay. Gut. Amarantholz. Ja. Na dann. Amarant ist ein lila Baum. Also ein Baum mit lila Blättern. So. Verbinden Sie die einzelnen Punkte. Lalalala. Genau. Okay. Lass mal gucken. Wie kann man das machen? So. So. Und okay. Also ich müsste erstmal ein Dreieck hier bilden. So, dann weiter zum nächsten. Das nächste Dreieck bilden. Und dann einmal noch außen rum, ne? So, und dann einfach nur... Das ist es doch, oder? Ja. Okay. Das ist es. Baumschlüssel. Cool. Finde ich auch gut, dass man hier so leicht und so schnell Ersatzschlüssel herstellen kann. Das finde ich gut. Und ich hätte wirklich, wirklich, wirklich gerne einen von diesen fantastisch aussehenden Äpfeln. Mmh, yummy. Okay, na dann. So, was haben wir denn hier? Oh, das ist ein Wimmelgetöse. Okay, so. Also, wir sollen mehrere Zahnräder finden, irgendwelche Quadrate. Im Korb könnte das nützlich sein. Ich muss das Seil irgendwie lockern. Ja. Okay, hier kommen die ganzen Zahnräder hinein.
Wir müssen die Sahnevase zerbrechen, aber das Glas ist sehr fest. Hier ist kein Stress damit, diese schöne Vase kaputt zu machen. Was haben wir denn hier? Da fehlen verschiedene Teilchen drin. Okay. Da oben ist noch etwas. Ah, ziehen Sie alle Seile mit Knoten in einer bestimmten Reihenfolge herunter. Wenn die Reihenfolge falsch ist, gehen alle Seile wieder nach oben. Okay. Also 5. Nein. 5. Was? Okay, das war jetzt richtig. So, so, so. Nein. So, so, so. Okay. Oh, wow. So. Okay, dann der. Dann alles wieder rückwärts, ne? Und schließlich dieser hier. Und alles nochmal rückwärts. Oh, bleh. Kippt mir direkt das Wasser entgegen. Hallo? Ah, okay. Gut. Einen haben wir damit schon mal. Gut. Brumms. Okay. So. Noch was? Nein. Aber damit können wir Noter machen. Hast du aus einem Zug mitgehen lassen, ne? Ich weiß es doch genau. So, du kommst da dran. Eine Kachel und so etwas. Warte mal, die Kachel kommt hier unten dran. Aber das ist nur eine... Moment, der hat hier oben... Nee, da war ja nichts. Okay, also du kommst da drauf, du kommst da drauf. Es fehlt uns aber immer noch eins. Ha, nicht genügend Zahnräder, um die Box zu öffnen. Okay, wo bekomme ich denn das letzte Zahnrad her? Da. Warte mal, das sind drei, nee, geometrische Figuren mit unterschiedlichen Winkeln. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht gibt es irgendwo einen Hinweis? Schon möglich. Aber wenn es den gibt, dann habe ich den ja nicht gesehen. Okay, ich bin nicht ganz sicher, was ich jetzt machen soll. Hier unten kommen wir nicht dran, da oben kommen wir auch nicht mehr dran. Hier scheint auch nichts drin zu sein. Liegt denn hier noch irgendwo ein Zahnrad? Oh, ha. 4, 6, 3. Okay. 4, 6, 3. Wählen Sie mit Hilfe des Hinweises die geometrischen Figuren in der richtigen Reihenfolge aus. Okay, also 4, 6, 3. Okay, das war tatsächlich schon alles. Na gut. Ja, okay. Easy peasy. Da ist auch noch eins drin. Gut. Und ihr kommt hier dran. Ja, bewegen Sie Details des Puzzles, um das Muster wiederherzustellen. Okay, okay, okay. Da kommt der hin. Hier kommt der hin. So, das passt auch. Hier kommt der wohl nicht hin. Das hier scheint der zu sein, der, oder? Nee, der kommt da hin. Okay. Der bleibt offen. Sehr gut. Okay, dann rette ich die erstmal darüber. Hier kommt der hin. Ach, ist ja ganz easy. Okay. Hebelarm. Yes. Und der Hebelarm kommt. Überraschung, hier dran. Na, ist da irgendwas drin? Wir können Wasser sammeln. Ja, wir haben aber nichts zum Sammeln dabei. Ist jetzt blöd. Ist da unten irgendwas drin? Nee, ist nicht erkennbar. Okay. Tja. Hat uns das jetzt weitergebracht? Irgendwie nicht so, ne? Ich brauche diesen Hebel. Ich brauche hier alles Mögliche. Was kann ich denn in dem Warenkorb sammeln? Schlüssel versteckt. Lalalala. Nee, hier kommen wir auch noch nicht weiter. Okay, irgendetwas muss ich ja offensichtlich wegfächern. Hier die Dämpfe von dem Gift? Nee. Okay, was kann ich wegfächern? Hier gibt es nichts zu fächern. Da oben... Kann ich das schon wegfächern? Nein. Was kann ich noch befächern? Hier haben wir jedenfalls was zum Fächern. Das hier war doch... Nee, das waren diese Dinger. Und da weiß ich immer noch nicht, wie es geht.
Okay. Hier bringt es auch nichts, um zu fächern. Zu viele Pflanzen. Nein, das ist Unsinn. Oh, warte mal. Könnte ich hier den... Nein. Okay, denn nicht. Hier haben wir auch nichts. Da haben wir auch nichts. Ich bin sicher, wieder irgendwo ein Detail übersehen zu haben. Ne? Bestimmt. Okay, hier haben wir nichts weiter zum Fächern. Hier kann auch nichts weggefächert werden. Hier sind wir wahrscheinlich jetzt durch. Ja, das sieht gut aus. Und darf ich noch mal kurz diese Äpfel erwähnen? Yummy. Da ist doch... Nee, da kommen wir aber nicht ran. Okay, gut. Zeig mir mal, wo ich hin soll. Ich soll... Hier kann ich was machen. Und ganz oben in Alberts Haus. Ha. Warte mal, was kann ich denn hier machen? Hier ist doch nichts mehr, oder? Da unten komme ich nicht ran. Ist hier... Wo ist hier was? Hier ist nichts mehr. Ich bin sicher, hier alles abgegrast zu haben. Da kommen wir nur dort hinein. Hier ist nichts. Halt. Ne, hier ist gar nichts. Ne, das da unten sieht irgendwie verdächtig aus, ne? Ist aber nichts. Warte mal, kann das sein? Ich gehe mal einen weiter. Oh, es ist nur grün umrandet, weil wegen... Da stehen wir gerade. Damit wir das auch auf jeden Fall wiederfinden. So, in Alberts Haus. Hier sagst du, kann ich etwas machen. Hier komme ich zu ihm hin. Kann ich irgendwas von dir mitnehmen? Ich muss den Wissenschaftler... Ich finde es immer noch merkwürdig, dass der gar nichts bei sich trägt. Also, keine Ahnung, vielleicht die Schlüssel hier für den Schrank oder so. Für die Schränke. Es sind ja mehrere. Oh, der war offen. Okay, schon gut. Schraubendreher. So, mit dem Schraubendreher... Warte, so, kommen wir hier ran. Da haben wir einen Schlüssel. Und könnte es sein, dass es der Schlüssel hierzu ist? Dazu, okay. Okay. It seems that this jar had the pollen, but there's none left. Looks like everything is against us. Maybe there is a recipe somewhere? Albert must have prepared the pollen somehow. Maybe we can too. Neue Aufgabe, Pollen machen. Natürlich. Leeres Glas. And there it is, along with detailed instructions. We'll have to gather the necessary ingredients. Okay, genau. Also bis auf die Schläfrigmacher eine Blütenknospe. Warte mal, wollen wir ihn nicht aufwecken? Wieso brauchen wir dann eine schläfrigmachende Blütenknospe? Ich weiß ja nicht. Warte mal, Gift aus dem Fluss, leeres Glas. Leeres Glas haben wir schon mal. Kann ich aber hier nicht dran packen. Rote Rose ist klar, rote Beeren sind klar, Gift aus dem Fluss ist klar. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Alter, und schon ist das Inventar wieder voll. Jetzt können wir das aber da drauflegen. Jo, alles klar. Wusch, alles klar. So, leere Sprühflasche und eine Flasche. In der Flasche sollten wir doch das Gift sammeln, ne? Sollten wir nicht? Oh, in dem Topf sollten wir es sammeln. Okay, schon gut. Gift aus dem Fluss. Hey. Yes. So, und in dem Korb gilt es, die zu sammeln. Okay. Fangen wir mal mit dem Wasser an. In der Sprühflasche vermutlich, ne? Ja. Okay, haben wir. Sehr gut, Sprühflasche. Gut. Warte mal, was soll in der Flasche gesammelt? Aloe-Saft. Von Aloe Vera. So, einfach da reinpieksen. Die geben unheimlich viel Saft. Ist übrigens sensationell für Wundheilung. Wenn ihr an Aloe-Saft rankommt, ist super für Wundheilung, hält die Wunden schön feucht, also geschmeidig, ne? Damit sich keine Krusel auf der Haut bilden. Ich komme nicht drauf.
Narbenbildung. Damit es zu weniger Narbenbildung kommt. Oh Gott, Mann, das kann ich direkt da reinpacken. Und Aloe-Saft ist auch ein beliebter Bestandteil in allen möglichen Cremes. So, was haben wir noch? Vierkantventil. Warte mal, das hatte ich gesehen, aber das hatte ich bei ihm da oben gesehen. Das kommt bestimmt hier hin, ne? Ja. Aha, guck an. Was haben wir denn da? Einige Gegenstände sind an den falschen Stellen. Finde sie und richte sie richtig an. So wie das Dach zum Beispiel dort. Okay, so wie das Fenster hier. Das Rad dort und ein Ei. Ei. Ne, keine Ahnung wo. Ach, das Ei ins Nest. Okay. So, du kommst hier dran. Du kommst hier. Nee, das ist seine Mütze, ne? Ja. Okay. Und den Pilzkopf hier drauf. Und oh, das war's. Okay. Ein Erntehaken. Der hat mir noch gefehlt. Sehr gut. Weil dann. Nee, hier auch noch nicht. Hier, können wir da schon mal eine von denen mitnehmen? Wie, das geht nicht? Das geht nicht? Warum nicht? Die müssen erst geflutet werden. Blüten mit Wassermangel. Ah, die werden von oben bewässert. Okay, verstehe. So. Jawohl, wir haben eine rote Rose, die ganz wichtig in dem Körbchen, in dem Warenkorb gesammelt wurde. So, an die roten Beeren kommen wir auch heran. Jetzt hoffentlich. Ne, ich kann den hier nicht benutzen. Warum nicht? Muss ich erst den Warenkorb darunter stellen. Ah, die werden einfach nur abgeschüttelt. Okay. Rote Beeren, sehr gut. Okay, du kommst da dran. Und diese schläfrig machende... Ah, ich weiß, das ist die vom Schlachtfeld, ne? Ah, ja. So. Diese Blüte habe ich auch schon mal gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das nicht Hibiskus? Korb mit Zutaten. Hossa. Leute, ich komme. Ich komme und wer die anderen seid, da komme ich auch. So, also, da nichts wie hin. Jetzt sollten wir das Rezept in seinem Dings da zusammenstellen können. Ne? So, und hier und da, Korb mit Zutaten. Okay, 1, 2, 3, ich muss da mehrfach hingucken. Also, nicht? Was? Da steht 1. Warum kann ich den denn nicht nehmen? Weil ich das erst öffnen muss. Und jetzt kann ich den nehmen. Okay. Alles drin. Das war cool. 2 ist dann dieses Vanillepulver. Das mit dem einäugigen lachenden Smiley. Das da. So. Dann das aus der Flasche. Dann, ja, noch sieht alles gut aus. 4 die Hibiskusblüte und 5 die Rosenblüte. Erst nicht. Okay, was muss ich erst noch machen? 4. 4 ist die Hibiskusblüte. Er steht ziemlich klar da. Oh, warte mal. Einschalten. Nein. Okay, was ist dann mit der Hibiskusblüte los? Den wieder zudrehen? Okay, das erst öffnen. Flap, genau. So, 5, du solltest erst geschreddert, solltest nicht geschreddert werden. Hä? Da stand, es sollte, ach so, die Beeren sollen erst geschreddert werden. So, matsch. Genau, wird drauf losgestößelt und dann da rein. So, was jetzt? 7 ist das Zeug, das Gift soll da rein. Das klingt total gesund. So. Und dann 8. Das Weiße da rein.
schließen und jetzt vor dem Stein Ventile und der Würfel geschlossen werden. Okay, Ventil und das da. Nee. Welches denn noch? Das zu. Jetzt? Immer noch nicht. Okay. Der Würfel ist geschlossen. Was kann ich denn noch rumventilen hier? Ach, das muss noch zu. Okay. Jetzt aber. Uiuiuiui. Matsch. Okay, lecker. Glas mit Aufwachpollen. Hossa. Okay, dann mach mal. Hallo. Moin. Kabum. Los. Was, wenn ich die Pollen puste, wenn ich ihn selbst einatme? Ich sollte etwas benutzen, um den Sanftwissenschaftler über dem Wissenschaftler zu verteilen. Dafür war der Fächer also gedacht. Hello, guys. Na? Looks like you've brought me out of a deep trance. I think I've finally found an effective way to suppress the aggressive outbursts of higher mammals. And who is this with you, Roger? This is Alice. She came here straight from the field of stone statues. Can you believe it? She and all of us now need your help. I didn't mean to, believe me. But it's because of me the evil spirit of that woman has been set free. The Gorgon? Nothing worse could have happened. You need to know who you have freed. Medusa Gorgon was a hideous creature living in our lands. For a time, she was considered one of the most beautiful women in the world, until she was cursed by the higher powers. And since then, instead of hair on her head, there were snakes sprawling out. And her gaze instantly turned to stone anyone who dared look into the cold eyes of this hideous creature. For many years, she has been instilling fear in local residents. The Gorgon was defeated only due to one man's smart idea, covering himself with a shield that had a smooth, mirror-like surface. He was able to approach the danger of death so close that the Gorgon, looking at the daredevil's shield, saw her own reflection and turned herself to stone. After that, the Gorgon's body was sealed in the temple, and her spirit was imprisoned in the mirror of that shield. But nothing has changed. Anyone who unknowingly comes too close to the shield is turned into a stone statue. Even being in the mirror world, Gorgon has continued to enchain human souls into stone while waiting for a chance to destroy her prison. For centuries, there have been pilgrims who, by accidentally wandering into the temple, have become other victims of the Gorgon spirit. And then you came along. And with the freed spirit, if we assume that the ancient warning is true, then if the spirit of the Gorgon manages to find and connect with her petrified body, before the last ray of the sun, the creature will regain strength, more powerful than ever, and we shall face certain death. The Gorgon will be thirsty for revenge. We have so little time. What do we do? Can it be prevented somehow? Well, we must go to the Gorgon temple and hope that her spirit hasn't found the place yet. If I recall it correctly, all the related information was buried in the temple, along with the petrified body of that terrible creature. But we don't have any time to spare. But the temple is behind the dark forest, and at this time of day, the poisonous bats wake up and start hunting for prey. We'll turn to Kazian. He has special crystals that scare them off very well. Kristalle. Okay, alles klar. Gehen Sie zum Gorgon Temple. Ist jemand mal schon mal auf die Idee gekommen, weiß ich nicht, den Spiegel oder ihren versteinerten Körper zu zerstören? Irgendwie so? Was haben wir denn hier noch? Oh, da ist ja noch was.
Ah, noch ein Objective. Okay, alles klar. Gut, wir machen uns auf den Weg, aber gib mir einen Augenblick, kurze Biopause und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss!